44,000 people. And now in season 14. Presented by VIG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 14 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by VIG Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 14 ist Nathalie Dietrich, die mit ihrer Kosmetikfirma Mali & Feng vor kurzem ein Crowdfunding erfolgreich abgeschlossen hat und auch mit der börsennotierten Agrana zu tun hat. Liebe Nathalie, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo Christian, danke für die Einladung, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, wir setzen das lässige Vorgespräch einfach fort. Bisschen Karriere- und Werdegang-Podcast, du bist Grafikdesignerin, Kosmetikherstellerin, kunstaffin, Kunstuni und so weiter. In eigenen Worten, was so deine Pläne waren, wie es losgegangen ist. Puh, wo es losgegangen ist. Boah, wie viel Zeit haben wir? Wir haben durchaus, fang mal an. Also ich habe tatsächlich auf der Kunstuni studiert, also auf der Uni für angewandte Kunst in Wien. Habe davor schon eine Grafikdesign-Ausbildung gemacht und habe damit, würde man sagen, meine künstlerische Laufbahn begonnen. Im angewandten Bereich natürlich, was Grafikdesign betrifft. Und das war schon jetzt gut 20 Jahre her. Und so schön und vielfältig dieses ganze Thema auch für mich ist und immer noch mir Freude macht. Aber mit der Zeit habe ich ein bisschen ein Hobby von mir forcieren wollen, ja, und das war eben das Kosmetik herstellen. Und so kam es dann, dass ich dann schlussendlich 2019 mir gedacht habe, so, jetzt mache ich's, jetzt wird's ernst. Genau, du hast gespürt, es kommt eine Pandemie, jetzt müssen wir was machen. Ja, genau, jetzt müssen wir uns schnell noch Firma gründen. Du sagst es. Und so war es dann, dass ich an der Kosmetikausbildung meine jetzige Partnerin kennengelernt hat, die Maria Hösch, mit der ich auch die Kosmetikfirma Mali & Feng gemeinsam betreibe. Und 2019 haben wir dann unser Label gegründet. Okay, Nathalie, dann sind wir schon mittendrin. Ich gehe noch ganz kurz zurück. Grafikdesignerin auch für Medien, hast du mir erzählt, Profil unter anderem. Ne? Stimmt, genau. Spannend. Das waren lehrreiche Jahre. Ja, immer viel zu tun, Deadlines und so weiter. Genau, ne? Die Grafiker sind immer Der Freitagabend war meistens lang. Darf ich das Wort Arschkarte verwenden? Ja, ich meine, man muss die Dinge so nennen, wie sie sind. Ne? Ja, also darf man so sagen. Ja? Ich liebe alle meine ehemaligen Grafiker. Danke an alle für die Geduld, wenn ich noch irgendwie kreativ sein wollte auf der Last Mile irgendwie. Und das hat ja, ich glaube, immer allen Spaß gemacht. Gut, 2019 Mali und Feng. Maria Hösch hast du erwähnt. Ich möchte auch kurz die Geschichte erzählen. Die Maria, die kenne ich von Treffpunkt Essling relativ gut. Und ihr habt jetzt vor kurzem ein Crowdfunding gemacht, da kommen wir dann später dazu. Zunächst die Gründungsgeschichte, Maria Hösch und Nathalie Dietrich. Wie kommt man auf Mali und Feng? Das waren unterschiedliche Gründe. Wir beide haben zum Ende unserer Ausbildung uns ein wenig kennen und natürlich dann in gewissermaßen auch lieben gelernt, wie ich es immer sage, im beruflichen Sinne. Die Maria sagt immer so, sie ist zu mir herkommen und hat mich gefragt, ob ich mit ihr gehen will, und ich habe ja gesagt. Und im Grunde war es auch so. Ich fühle mich in die Schulzeit so zurückversetzt. Ja, wirklich. So einen Brief rübergeschossen ja, oder so. So. Es war auch so ein kleiner Klassenraum, wir sind uns gegenüber gesessen und wir haben unsere Sätze gegenseitig beendet. Und da wir beide wussten, wir würden gerne schon was machen mit der Ausbildung, nach Beendigung der Ausbildung, war es irgendwie so ein sanftes Herantasten, ob die andere Person denn das auch möchte. Ja? Mhm. Und so kam es dann. Und 2019 haben wir auch zeitlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten begonnen. Ich hatte für mich den Wunsch, ein bisschen was aus meiner Herkunft reinzubringen. Und da ich aus Osttirol komme und der Alpenraum für mich als ein Raum war, der natürlich ein bisschen sozialisiert wurde und auch diese ganzen Geschichten, habe ich mich für Feng Cosmetics entschieden. Bevor du fragst. Ich liege da auf der Zunge, du hast mich jetzt angeschaut. Feng Shui? Nein. Feng Shui schreibt man mit einem Gusto. Ja, genau, nein. Das ist ein Feng,
in dem Fall, ja, ist eine Sagengestalt. Okay. Aus dem Alpenraum gibt es eben so in Österreich, Schweiz, ein bisschen so in der Gegend ist der bekannt. Und es ist, genau genommen ist es ein Hutzelweibchen. Weißt du, was ein Hutzelweibchen ist? Nein, also ein Hutzelweibchen, ich nenne es Hutzelweibchen. Ja, es ist süß, aber es ist eigentlich eine ältere Dame, sehr runzlig und sehr zerfurcht. Okay. Also ich sage dann immer verhutzelt dazu. Okay, ja, es kommt näher von der Vorstellung. Ja, ja, aber und ich habe mir gedacht, da fühle ich mich wahnsinnig wohl mit der Vorstellung. Sagst du jetzt als junge Frau? Okay, gut, aber es ist eher, ja. Ich meine, ich kenne die Sagen nicht, aber es war eine nette Figurenzeichnung von Feng, Doppel-Gustav. Ja, genau. Fall. Und er schreibt sich auch Mali plus Feng mit dem mathematischen Pluszeichen ohne Abstand. Ohne Abstand. Ohne Blank zwischen Mali und Plus und Feng. Wenn du aber auf meiner Webseite ab und zu mal drüber surfst. Mache ich dann, wenn wir zu den Produkten gehen. Dann darfst du bitte alle Fehler mir dann schreiben, wie oft du noch die alte Schreibweise findest. Die gibt's nämlich. Die war wie? Mit Abstand. Mit Abstand, ja. Okay. Das ist bei der Url nicht so leicht, ne? Ja, bei der Url. Die ist heißt es ja Mali so. Minus. Ja, genau, weil die gibt's nicht mit dem Plus, ja. Alles klar. Namensherleitung und die Mali ist die Maria. Genau, von Maria. Die Maria hat das fast ein bisschen romantischer gestaltet, ihre Namensgebung. Das ist eine Kombination aus Maria und Nathalie. Kommt Mali ist raus. Doch, also wirklich romantisch, schön, ja? Schöne, romantische, berufliche Liebe. So, die Namensherleitung haben wir 2019 zu den Produkten. Mhm. Ich weiß ein bisschen was, aber erzählst du für die Hörerinnen und Hörer, was ihr da so produziert. Wir machen handgemachte Kosmetik. Mhm. Wir stellen in Wien her. Wir stellen auch selbst her. Mhm. Und wir machen von der Entwicklung, von der Produktentwicklung, vom Konzept zur Umsetzung, zur Abfüllung, Verpackung, Vermarktung tatsächlich alles selber. Wir als Zwei-Frauen-Team. Mhm. Und unsere Idee war es, schöne, hochwertige, pflegevolle Kosmetik herzustellen auf natürlichen Rohstoffen. Und was natürlich bei uns in unserem Werdegang auch immer interessant war, viel Fokus auf Regionalität und Ökologie zu legen. Aber gleichzeitig haben wir beide noch so diese Idee dieses, ich nenne es jetzt böse, Ökomiefs im Hinterkopf gehabt. Das wollten wir ändern. Also wir wollten hochwertige Kosmetik machen mit tollen Wirkstoffen auf natürlichen Rohstoffen und weil ökologisch, auch, aber ohne Ökomief. Genau. Und weil es natürlich eben auch das Auge natürlich mit ist, ein bisschen schön anzusehen. Also zur Website hast du mich zuerst gefragt, da kann ich mal optisch gratulieren. Die Grafikdesignerin schwingt noch durch. Machst du das selbst? Das mache ich noch selbst. Okay. Doch. Mit dem Wunsch, dass es irgendwann… Wenn es dann ein Weltkonzern wird, ne? Ja, genau, dann gibst du ab. Genau. Dann gibst du ab. Ich durfte in den vergangenen Jahren immer das Treffpunkt Essling Stadtfest moderieren und da habt ihr auch immer wieder Stände gehabt, wenn das ich stimmt, mich recht entsinne. Genau. Ganz genau. Gut, warum bist du jetzt im Börse People Podcast? Du hast ein Crowdfunding mit Mali und Feng und natürlich auch mit der Maria abgeschlossen. Da komme ich dann bald dazu. Zuerst möchte ich noch die Agrana nennen. Mhm. Die hast du mir im Vorgespräch erzählt, weil du sie gesehen hast bei mir in irgendeinem Produkt beim Durchblättern. Genau. Ihr bezieht von der Agrana irgendwas? Ja, wir haben einen Rohstoff von der Agrana in einem unserer Produkte. Sondern Coca-Cola-Geheimnis. Ne? Genau. Nein, es steht alles hinten drauf. Ja. Was mir nur immer wichtig ist bei diesen Dingen ist, wir versuchen immer möglichst regionale Rohstoffe zu finden und als kleines Kosmetikunternehmen ist es nicht immer so einfach, was Gutes und zu finden, wo was kostengünstig oder nicht wo Kosten und Nutzen sich einfach gut die Waage halten, was jetzt Bezugsgrößen und Quellen betrifft. Und die Agrana war das super, weil die hat einen wirklich feinen Rohstoff sozusagen in der Nähe und sind auch, muss ich jetzt einmal sagen, ganz toll das. In der Abwicklung. Das freut mich in der Kommunikation, im Bestellvorgang, pipifein. Und natürlich, du hast lokal gesprochen und die sind natürlich ein Niederösterreich-Player par excellence. Gut, Nasenfreude knall ich dir jetzt mal hin. Ja. Das ist euer Hauptprodukt. Ich knall dir das jetzt vor die Nase. Mit Freude knall ich dir die Nasenfreude vor die Nase. Euer Hauptprodukt, wie ich vernommen habe. Ja. Kommt man auf die Homepage, dann findet man das ziemlich centric. Was ist Nasenfreude? Was kann Nasenfreude? Da habe ich mehrere Herleitungen. Entweder ist es ein Produkt für meine Nase oder eine Freude für meine Nase oder was ist das? Es ist auf alle Fälle eine Freude für deine Nase, weil es ist eine Deo-Creme. Ja, okay. Wenn man Deo verwendet, freut sich die eigene Nase, aber noch mehr freuen sich fast die anderen.
die anderen Nasen. Ja, tatsächlich. Genau. Ich sage immer, das ist unser sozialstes Produkt. Stimmt, so eigentlich eine spannende Zusatzherleitung. Ich habe jetzt nämlich Ida-Ohr erwartet, aber dass die Freude für die anderen Nasen ist, ist eigentlich naheliegend. Ja. Und das Produkt selbst tut das auch irgendwas, ist aber nicht überhaupt nicht für die Nase, sondern es macht der Nase nur Freude. Genau, es ist als Deo-Creme für die Achsel gedacht und dort soll man es auch anwenden. Ist auch so ein 24-Stunden-Schutz? Ja, im Grunde schon, ja, okay. Genau. Also wir schreiben es jetzt so per se nicht auf das Produkt selbst drauf, weil, wer benutzt, also wir haben nicht in der Hand, ob das jetzt wirklich jemand in der Früh oder abends benutzt und wie oft dazwischen duschen geht und was auch immer sich damit passiert. Wir hatten auch mal eine Dame, die hat es gekostet. Mhm. Und lebt noch. Ja, lebt. Kein Problem, ist alles essbar, was drin ist. Sie meinte, sie hat es, es hat ja auch geschmeckt. Ich habe es dann später mal nachgekostet und macht so, na. Lebst auch noch, kann ich bezeugen. Genau. Ich bleibe lieber bei einem anderen Brotaufstriche. Also Gaumenfreude wäre vielleicht ein Spin-off-Produkt. Stimmt, irgendwie, wenn man ein bisschen noch mit der Agrana redet. Genau, gute Idee. Weil die haben wir durchaus viele Früchte auch noch dabei, die Agrana im Setup. Nasenfreude. Unisex-Fragezeichen oder habt ihr verschiedene Düfte? Auf alle Fälle Unisex. Auf alle Fälle? Ja. Also, Unisex ist für uns jetzt kein Muss, aber es entsteht einfach natürlich bei unseren Konzepten. Die sind jetzt nicht für Damen oder Herren speziell ausgelegt. Wir glauben, dass sagen wir so alle Geschlechter, die es halt so gibt oder wo man sich zugehörig fühlt, eigentlich bei diesen grundlegenden Dingen eigentlich die ähnlichen Bedürfnisse haben. Es stimmt schon, Männerhaut ist etwas dicker als Frauenhaut, aber also ich meine, da gehen wir schon sehr ins Detail. Aber unsere Produkte sind immer so konzipiert, dass sie alle Geschlechter gleich gut pflegen sollen. Okay. Und auch die Düfte sind so ausgewählt. Mir ging es vor allem eher um einen Duft. Genau. Genau. Also wir haben schon auch vielleicht den einen oder anderen Duft, wo die, es gibt so einen sehr fruchtigen Duft, der Granatapfel beim Deo. Da würde ich jetzt aus meiner, würde man sagen, Historie sagen, es ist vielleicht eher der Damenwelt zugetan. Aber wir haben einen Stammkunden, der immer Granatapfel kauft und es ist ein Herr. Also der liebt den Duft heiß. Also, schmeckt auch als Trinken gut. Also wir sind vielleicht auch bei, doch wieder bei Gaumenfreude. Wir nähern uns dem Thema an. Das heißt, die Antwort auf meine Folgefrage ist Granatapfel. Wonach's? Genau. Okay, herrlich. Ja. Also ich liebe diesen Podcast jetzt schon. Und okay, rund um diese Nasenfreude gibt es Produkte, die auch verpackt werden müssen. Richtig. Und da kommen wir zu einer Idee, glaube ich, von dir, die dann in das Crowdfunding eingemündet ist, oder? Red mal kurz über die Genese vom Crowdfunding und wofür, Stichwort Tiegel und so weiter. Bitte. Vielleicht werden müssen oder wollen wir hier noch einen kurzen Ausflug in die Pandemiezeit nehmen, weil das hat viel damit zu tun. Steht am Zettel, ich habe es aber nicht genannt. Ja, aber es macht nichts, weil das geht natürlich ineinander. Ja. Wir haben diesen besonderen Tiegel. Unser Tiegel ist kompostierbar. Der besteht aus Holzfasern und aus pflanzlichen Bindemitteln. Und wir haben damals dieses Produkt gewählt, als wir begonnen haben, mit der Maxime, wir wollen nicht noch ein Deo in einem Plastikprodukt machen. Nicht, weil das schlecht ist, es hat ganz viele Gründe, warum das gut ist, aber wir wollten es halt nicht für uns machen. Und so war das unsere Überzeugung. Also ohne Zeigefinger, sondern euer Produkt, finde ich großartig. Genau, also das war einfach für unsere Philosophie, für das, was wir machen wollen, das Richtige. Und wir waren sozusagen Feuer und Flamme für diesen Tiegel. Der Nachteil an diesem Tiegel ist, das ist alles andere als Standard. Also alles, was nicht Standard ist, kostet horrend extra. Und das nächste Problem war, wir als kleines Unternehmen waren natürlich auch mit großen Investitionen, was die Absatz-Mindestbestellmengen betrifft, konfrontiert. Und so kam es, dass wir einen Teil dieser Tiegel für das Deo beim Beginn unserer beruflichen Laufbahn, also Maria und meiner, uns ausgesucht haben, in den Kopf gesetzt haben und dann auch schon mal umgesetzt haben. Und das ist bis jetzt so. Wir haben uns aber mittlerweile weiterentwickelt und möchten oder wollten das dann auch gern für alle unsere kommenden Produkte machen. Das ist eine Gesichtspflegeserie. Und was hat jetzt die Pandemie damit zu tun? Was glaubst du? Zeit. Richtig. Ja, Zeit. Zeit gehabt, das umzusetzen. Ja, genau. Ist richtig. Ja. Also einerseits war es total schwierig,
die Kommunikation mit den Firmen in den Pandemiezeiten und mit Lieferantenfirmen zu erhalten, was in dem Fall gut war, weil wir wirklich lange Zeit hatten, diesen Titel zu recherchieren, die Muster zu testen. Jedes Kosmetikprodukt muss ja auch sicher sein für die Verwendung. Also das hat dann schon ungefähr 1 bis 1,5 Jahre gedauert, bis der Titel und das Deo gut marktreif waren. Und mit diesem Wissen konnten wir auch die neue Linie planen. Mhm. Was uns aber auch dazu geführt hat, ist, okay, dazwischen war Pandemie, dazwischen war Teuerung, den Preis, der damals schon sehr saftig war. Wegen an Titel, oder? Mhm. Ja. Der wird jetzt wahrscheinlich nochmal in die Höhe gegangen sein. Und genauso war es auch. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, dann lass uns mal überlegen, was können wir machen? Und Crowdfunding war eine Idee. Eigentlich war es Marias Idee, weil ich hatte noch dann vor lass mir den Credit doch unbedingt. Ja, weißt du warum? Ich hatte noch vor einem Jahr gesagt, nein, ich mache kein Crowdfunding. Mhm. Aber Maria hat auch gesagt noch vor 5 Jahren, nein, ich mache kein Deo. Also okay, insofern ist das ja… Ich mache nie ist immer so ein Satz, ne, den man sich irgendwann mal dann doch überlegt. Ja, ist eigentlich meiner Meinung nach fast ein unnötiger Satz, weil warum sollte man sich festlegen? Ja, ne? Voll. Ja, ja. Absolut. Und ihr habt das gemacht und ihr habt das erfolgreich gemacht. Ich nenne mal das Ergebnis. Ziel war 15.000 Euro zu raisen. Es wurden dann 17.000 Euro. Wie macht man das? Dann nimmt man dann die 17, oder? Man kann ja leicht überschießen bei einem Crowdfunding. Ja. Es sind 99 Unique Persons, glaube ich, oder Investorinnen und Investoren. Mhm. Was war so die Range von der Investmentgröße? Ab wann war man dabei, wenn man wollte? So ungefähr es war unter 30 Euro. Okay. Es gab, glaube ich, 2 oder 3 Produkte zwischen 23 und 27 Euro und dann ging es hoch. Wir hatten insgesamt 10 Perks oder wie das auf der Webseite heißt, Belohnungen. Schön. Und ihr habt WeMakeIt als Plattform ausgewählt. Auch da, wie ist diese Wahl vor sich gegangen oder war das eh logisch, dass ihr diesen Player nehmt, weil er ja gut zu eurem Produkt passt? Wie so oft sind mehrere Faktoren ausschlaggebend. Mhm. Einerseits bin ich durch meine Grafikdesign-Laufbahn mit WeMakeIt immer wieder in Kontakt gewesen. Ich kenne auch einige der so Landingpages gemacht oder so für andere Nein, Produkte? Nein, gar nicht. Also wirklich auch über Büroräumlichkeiten. Okay. Also man so Shared Spaces. Okay, sowas, ja. Okay. Und ich sozusagen kannte ich die Art und Weise, wie sie arbeiten. Ich mag ihre Philosophie, wie sie Projekte betreuen. Und das war mir alles einfach sehr sympathisch. Mhm. Und der zweite Punkt hier auch, der ausschlaggebend war, ist, sie haben diese Kooperation für Kulturprojekte mit der Bank Austria. Und das hatte ich ein bisschen sozusagen in der Hoffnung, dass wir da vielleicht uns mitbewerben dürfen für dieses Projekt von WeMakeIt und Bank Austria, weil das hat den Vorteil, man wird ein bisschen gesponsert, wenn man einen gewissen Betrag erreicht. Mhm. Und das dürfte offenbar gelungen sein und dazu gratuliere ich, weil man findet auch auf der WeMakeIt Homepage bei eurem Produkt eine Bank Austria Erwähnung. Stimmt. War das ein schwieriger Prozess oder hat es da einen Pitch gegeben? Das funktioniert so, man muss einen gewissen Funding-Höhe erreichen und die Bank Austria zahlt ein Drittel des Betrags dann dazu, sobald diese Höhe erreicht ist. Okay. Das heißt, man reicht bei der Erstellung der Webseite von dem Produkt, reicht man das ein, bitte gibt es der Bank Austria zur Begutachtung. Und die sagen dann ja oder nein, machen wir oder machen wir nicht. Und ja, super Idee eigentlich. Ja, voll. Ich fand das total schön. Ich finde es auch super, dass sie das anbieten. Und hat es natürlich auch spannend gemacht für uns. Ja. Aber es ist auch ein schöner Faktor, mit dem man auch mitkalkulieren kann, wenn man so eine ganze Kampagne plant. Ich glaube, ein wesentlicher Faktor. Ein Drittel klingt natürlich schön. Genau. Hat man da eine Kick-Out-Möglichkeit als Crowdfunderin, wenn man sagt, ich mache es nur, wenn ich das kriege? Nein, es ist, bei WeMakeIt ist das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Finde ich gut. Fair das heißt, enough. Genau, ja, also wenn man startet, muss man auch bis zum Ende durchhalten und dann schafft man es oder schafft man es halt eben nicht. Gut. Mit dem geraisten Geld macht ihr jetzt die Tiegel. Mhm. Wenn ich jetzt Investorin, Investor bin in euer Crowdfunding, dann denke ich, bin ich abhängig vom Erfolg dieser Deal im Verkauf wiederum, im Vertrieb und dann kriege ich mein Geld zurück. Ist das so richtig? Im Grunde ja. Die Deal selbst
sind nur ein Teil unseres Produkts. Ja? Mhm. Also diese Titel kannst du jetzt nicht alleine so beziehen, so gib mir 10 von diesen Dingern, sondern sind genau, dann, die Verpackung unserer Kosmetik. Dass ich mich nur freue, wenn ich es dann entsorgen kann, ohne Produkt drinnen. Ne? Genau. Das ist dann zu ökologisch wieder. Genau. Man kann es so machen, du kannst die Kosmetik sozusagen ganz schnell woanders hingeben und nur den Titel haben. Ich würde sagen, ist eher der Nerd. Ja. Und wir haben das Ganze so angelegt, dass es ein bisschen eine Art Vorverkauf war. Das heißt, einerseits sind die Titel bei unseren Deos ja schon im Einsatz, also erprobt und nicht ganz neu am Markt. Und wir haben es jetzt auch verwendet als Erweiterung für die kommende Linie. Und die kommende Linie hat den Vorteil, dass sie ganz neu ist. Und alle Menschen, die in unserem Crowdfunding mitgemacht haben, bekommen diese Kosmetik und diese Cremen dann als erste. Das ist deren Vorteil. Mhm. Und sie haben die Gewissheit, dass das wieder in einem möglichst ökologischen Umfang passiert. Mhm. Also es ist natürlich auch unsere Gewissheit, aber wir möchten, interessant ist, wir haben tatsächlich seit 1,5 Jahren versucht, eine andere Verpackung zu finden, was uns nicht gelungen ist, zufriedenstellend. Ja? Also es gibt natürlich Karton, es gibt die Glas, es gibt so Recycle-Plastik, hat alles seine Vor- und Nachteile. Für uns war es aber immer so ein Äußerl zu, geht halt vielleicht noch was. Diese Geräusche jetzt, ihr habt auch ein Video, wo am Anfang auch so ein bisschen die Nase gerümpft wird, das waren jetzt keine Naserumpfgeräusche, sondern so Äußerl-Geräusche. Ja, genau. Das Video kann man sich dann anschauen noch, habt ihr gut gemacht auf der We Make It Landingpage, das werde ich auch gerne verlinken. Eine Frage liegt mir noch auf der Hand, gerade wenn KMU im Bereich Crowdfunding was machen, bringt man oft auch Friends and Family als Investorinnen, Investoren ein. War das bei euch auch der Fall? Ja. Also das Danke engste, für die ehrliche Antwort. Ja. Definitiv. Das Netzwerk fängt ganz eng an. Mhm. Oma, Opa, Tante, Onkel, Eltern, Schwester, Bruder, alle, die man denken kann. Sonst kriegen's keine Titel, ne? Geht weiter an Freunde und Bekannte und dann natürlich auch an Geschäfts- und Businesspartner von uns. Und so war's bei uns auch. Mhm. Und ich kann auch durchaus sagen, wenn man jemals plant, auch ein Crowdfunding für sich selber in Anspruch zu nehmen und umzusetzen, da muss man tatsächlich ganz nah bei sich anfangen. Also man muss da auch, ist manchmal so eine Hürde, so dieses persönliche Netzwerk anzusprechen, aber ohne dem geht's auch nicht. Und ist aber auch tatsächlich eine Empfehlung für erfolgreiches Umsetzen von Crowdfundings. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur so, das macht man halt, weil man sonst keine Chancen hat, sondern das ist eine der ersten Tipps, die man bekommt, wie wir auch von WeMakeIt als von der Plattform bekommen haben, zu sagen, fangt ganz nah bei euch selber an. Mhm. Und das war dann auch ein Erfolgsfaktor. Ein zweiter war, wenn im ersten Drittel der Zeit ein Drittel der Summe erreicht ist, dann hat die Kampagne gute Chancen, dass sie das ist immer so spannend. Da schaut man schon fast täglich rein dann, oder? Ob es einen Progress gibt. Natürlich nicht nur täglich, sondern auch stündlich. Stündlich, genau. Und das ist quasi live, ne? Wenn eine Käuferin Käufer absendet, dann siehst du das gleich. 23.06. steht auf der Homepage, ist das abgeschlossen worden. Mhm. Ich denke, ein bisschen was wird über die Plattform auch gekommen sein. Wie geht's dir jetzt nach der abgeschlossenen Kampagne als Frau, die vorher noch gesagt hat, ich mag kein Crowdfunding vor einem Jahr oder so? Würdest du wieder machen? Ich würde es jederzeit wieder machen. Mhm. Es war eine wahnsinnig lehrreiche Zeit. Es war auch eine intensive Zeit. Also es ist jetzt nicht so, ich könnte jetzt nicht sofort von einer beendeten Kampagne in die nächste reinspringen. Ja. Das ist doch etwas… Was eine kleine Selbstständige von der Headcount Size her, nicht Körpergröße, durchaus fordert, oder? Ja, natürlich. Ja. Weil klar, du hast auch deine normale Kommunikation am Tag schon laufen und dann bist du aber nochmal gefordert, dass du wirklich up-to-date bleibst und schaust, was passiert. Und es gibt auch immer wieder Fragen, wie kann ich das machen, wann wird das abgedatet, wann ist was live, wo sehe ich was? Natürlich möchte ich diese Fragen gerne und so schnell wie möglich beantworten, weil sie interessieren mich ja selber auch, klarerweise. Mhm. Die Vorbereitungsphase, bevor eine Kampagne live geht, ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Hat bei uns circa einen Monat gedauert, also mit der Erstellung der Videos, auch das Schneiden, Bearbeiten. Bist du ja auch Profi darin, ne? Das bei Videos nicht, aber im Audiobereich lernt man es irgendwann oder macht so gut man es kann. Voll. Ja.
Audio ist natürlich auch so eine Sache, weil dann immer so die Frage war, dann gibt es dann auch schon ein paar geschätzten Menschen zur Begutachtung und nach Möglichkeit arbeitet man das Feedback noch ein. Manchmal muss man auch sagen, okay, as good as it gets. Ja. Also es darf auch sein, was es ist, um authentisch zu sein. Und die Werbung, die man doch hat, die Marketingleistung rund um so eine Plattform, die Bekanntheitsgradsgeschichte, die nimmt man gerne mit natürlich. Ja. Genau, das ist auch ein schöner Faktor, der für zukünftige Kommunikationsprozesse natürlich ein feines Feature ist. Ja, ja, und es ist auch ein Gütesiegel, so ein Crowdfunding-Projekt erfolgreich abgeschlossen zu haben. Und ja, probieren schadet da in keinem Fall. Und das Bank Austria Benefit ist natürlich auch kein Fehler. Ich möchte nochmal zum Produkt zurückkommen. Wenn ich das jetzt sage, jetzt haben sie mich ein bisschen scharf drauf gemacht, die Hörerinnen, die beiden da. Mhm. Wo kann ich das kaufen? Mhm. Natürlich mal über unsere Webseite. Wir haben einen Online-Shop. Wird verlinkt. Ja. Genau. In ausgesuchten Shops in Wien. Mhm. Viel Concept-Stores, plastikfreie Druckerien, auch sowas wie Museumshops sind wir vertreten. Im Wien-Museum, gell? Im Wien-Museum, habe ich auf der genau. Homepage gesehen, ja, schön. Ja. Also das ist natürlich für mich, von meiner Geschichte her, vom Grafikdesign ganz besondere, ich würde sagen, Liebe, weil diese Kultur und die Kosmetik da sich schön ineinander greifen. Und ich freue mich immer wahnsinnig gern, wenn ich dann in diese Shops gehe und unsere Produkte in so schöner Umgebung sehe und auch in guter stolz. Gesellschaft. Das freut mich sehr. Auch noch gefunden habe ich eine legendäre Adresse nahe der René-Benko-Ruine, gern groß in der Maria-Hilfer-Straße. Ja. Ja, genau, ja. Ruine, sage ich schon, um Gottes Willen. Ist noch nicht, das war wie letzte. Das soll es auch nicht werden. Das ist prophetisch. Prophetisch, ja, genau. Ja, genau, das ist eben auch im Modepalast Concept Store. Und für alle Esslingerinnen und Esslinger, Raphael Donner Apotheke, Landmark kennt man. Kennt man. Darüber das Büro von Treffpunkt Essling. Gut, Nathalie, ich komme zu meiner Schlussrunde. Ich denke, die Antwort wird einiges und mehr sein, denn die Frage lautet, was ist es, was dir an dem Job, wie du dir ja auch selbst gebastelt hast, Spaß macht? Das ist eine super Frage, weil gleichzeitig ist die Antwort auch drin, ich kann ihn mir selber basteln. Genau, das ist wichtig, ja, mache ich auch. Ich habe immer gesagt, na, ich tue mir schwer mit Autoritäten, insofern freue ich mich, dass ich sehr viel in der Hand habe und viel formen und mitgestalten kann. Ne? Und tatsächlich auch, die macht mir je älter ich werde, auch der Austausch mit den Menschen mehr Spaß als früher, weil das Feedback und der Austausch wahnsinnig bereichernd und schön ist. Super. Und meine Schlussfrage werde ich leicht abwandeln, weil die Schlussfrage, die lautet eigentlich immer, Tipp an Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die jetzt in etwa in deinen Job einsteigen wollen. Und ich sage es anders, Tipp an ähnlich junge KMU, die ähnliche Summen wie ihr für ihr eigenes Produkt raisen wollen. Gibt es irgendwelche Learnings, die du gern weitergeben möchtest aus deinem eigenen Crowdfunding-Prozess? Ja, voll gerne. Also das größte Learning habe ich schon vorhin gesagt, also wirklich bei sich anfangen, beim eigenen Adressbuch. Ja. Durchgehen und schauen, wer könnte da alles passen. Das nächste Learning ist, sich freuen an der Kommunikation, weil man muss sehr viel davon machen. Ich habe ein paar, würde sagen, alte Freunde, Freundinnen und Bekannte dort wieder getroffen und sehr schöne Gespräche und Chats geführt. Auch sehr schön. Also Kommunikation, das nächste Learning ist, keine Angst haben, zu sein, wie man ist. Es muss nicht perfekt sein. Und das Schöne an der Kraut, ich danke für diese inspirierenden und motivierenden Antworten, das ist das richtige Wort. Es geht ja schon ab überschaubaren Summen los, die man sonst bald einmal auch einmal ausgibt. Und das ist jetzt keine Investmententscheidung, wo ich jetzt Kleingedrucktes lesen muss. Genau. Sondern trotzdem, die Struktur, die drinnen ist, ist natürlich super, ja, dass man da eine Abwicklung hat. Und damit bin ich schon bei meinem Abspann. Es ist kein Video, es ist Audio. In beiden könnte man nicht riechen, weil darum ging es eigentlich. Und du hast einen Tiegel aufgemacht und das riecht verdammt gut. Großer Respekt. Liebe Nathalie, danke für den Besuch hier bei mir im Studio. Und ich glaube, Inspiration und Motivation pur, wie ich es erwähnt habe, für alle diejenigen, die crowdfunden wollen. Ein Tschüss einmal von meiner Seite. Dankeschön, danke für die Einladung, hat mich wahnsinnig gefreut und wenn wer Fragen hat, bitte gerne jederzeit bei uns melden. Alles in den Shownotes verlinkt. Tschüss und Baba.